Also ich habe hier also die körpergetragene Infrastruktureinheit. Rechts befindet sich das Rohstofflager 2C. Aus dem entnehme ich jetzt eine Rohstoffeinheit der Größenklasse 2, die A13, metrisch 9,2 mal 13,1 mm, weil die Einhaltung der Norm ist ja wichtig wegen der Kompatibilität. Jetzt wurde diese Rohstoffeinheit im ersten Arbeitsgang der ersten Halbfaltung unterworfen. Gefolgt von der zweiten Halbfaltung im Volksmund auch Viertelfaltung genannt. An die Falzkante der zweiten Halbfaltung dehnt sich jetzt linksbündig die erste Halbdiagonalfaltung, in der Gegenrichtung die zweite Halbdiagonalfaltung. Das ist also die sogenannte zentralachsensymmetrische Bauweise. Also die seitensymmetrische besteht darin, dass man eine linksbündige und eine rechtsbündige Halbdiagonalfaltung auf der gleichen Seite gegenüberstehen hat. Dann haben wir zwei parallelliegende flache Rechtecke, die werden getrennt und um 180 Grad entgegengesetzt zurückgefaltet in beiden Richtungen. Die erste Umfaltung wird appliziert. Dabei werden die parallel zu meinem Daumennagel liegenden inneren Ebenen zu Talfalten umgeformt und die Talfalten werden zu Ebenen. Das ist der sogenannte Austausch der geometrischen Zustände von inneren Talfalten und inneren Ebenen. Jetzt haben wir zwei dreieckige Teilebenen, welche dabei entstanden sind. Die werden auch über die Außendiagonalkante um 180 Grad zurückgefaltet in beiden Richtungen. Die zweite Umfaltung kommt in Anwendung. Das ist der sogenannte Rücktausch der geometrischen Zustände von inneren Talfalten und inneren Ebenen. Am Ende werden jetzt die beiden losen Enden werden auseinandergezogen. Das ist die sogenannte präfinale Streckung. Das Ganze wird flach gedrückt zur Stabilisierung der Falzkanten und damit Hilfe des Biogreifers in die endgültige Form gebogen. Das nennt sich finale Formgebung oder auch Final Shaping auf internationalisch. So, jetzt ist das Ding drinnen. Jetzt ist das Mikrochip fertig. Einen Moment, eine kleine Korrektur muss noch angebracht werden. Jetzt ist das Mikrochip veraltet. Das gefällt mir nicht. Da ist irgendwas, hat sich was eingeschlichen, was nicht sollte. Ja, gut. Das ist nicht besonders toll geworden. Das ist, jetzt muss ich leider zugeben. Aber wurscht, das ist live. Ja. Naja, gut. Ja, da hier am Ende ist eine falsche. Das ist auch noch abgestürzt. Jetzt hat sich am Ende. Aber wir machen ja gleich noch ein zweites. Okay.